Hi Leute, warum du die beste Beziehung hast, wenn du deinen Partner nicht brauchst. Ja, heute geht es darum, warum du die beste Beziehung hast, wenn du deinen Partner nicht brauchst. Wenn dein Glück nicht abhängig ist von deinem Partner. Wenn du nicht denkst, dein Partner oder irgendeine Beziehung, auch eine freundschaftliche, macht dich glücklich. Wenn du an diesen Punkt kommst, dass nichts im Äußeren erforderlich ist, damit du glücklich bist, dann sind Beziehungen wirklich erfüllend. Um das mal noch mal ein bisschen genauer zu erläutern, weil heutzutage wird es oft als diese falsche Freiheit gesehen, alles zu machen, was du willst und sich überall nur das Beste rauszuziehen. Und da ist viel Fehlinterpretation dabei. Wenn dein Glück davon abhängig ist, von einer anderen Person, wenn du denkst, die macht dich komplett, dann ist eine Beziehung zum Scheitern verurteilt. Wenn du eine Beziehung eingehst, weil du denkst, der andere macht dich glücklich, und wenn du glücklich bist, wenn jemand anderes was tut, was er eigentlich nicht mag, dir zuliebe. Wenn jemand was macht und er fühlt sich eigentlich nicht gut dabei und er macht es und du freust dich darüber, was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Freundschaft? Wenn du dich freust, weil jemand was macht, wenn jemand was macht, wo es sich nicht gut dabei fühlt, ist es Freundschaft? Ist es Liebe? Oder ist es krank? Wenn du dich gut fühlst, wenn jemand, den du liebst, was tut, was er nicht mag. Aber die meisten Beziehungen sind so aufgebaut. Oh, wenn du mich liebst, dann machst du das. Wenn du ihn liebst oder sie liebst oder dir diese Freundschaft was bedeutet, dann willst du nicht, dass jemand was macht, was ihm nicht wichtig ist. Dann willst du, dass derjenige glücklich ist, sich frei entfalten kann. Das ist Freiheit. Es gibt doch so einen Spruch, wahre Liebe lässt frei. Was ist das für eine Liebe, die einschränkt und beschränkt? Was ist es, wenn dich was glücklich macht, wenn jemand anderes Dinge tut, die ihm nicht gefallen, die ihm nicht wichtig sind? Was ist das für ein Glück? Normalerweise sollte eine Beziehung darauf beruhen, dass du glücklich bist und deine Freude teilen willst. Glück ist das Einzige, was du teilen kannst und es mehr wird, wenn du es teilst. Und deshalb, wenn du an dem Punkt bist und denkst, du brauchst jetzt eine Beziehung, die dich glücklich macht. Wenn du denkst, hey, wenn ich wieder den Partner finde und den Traummann oder wenn ich da Freunde habe oder sonstiges, dann solltest du keine Partnerschaft eingehen. Dann solltest du erstmal schauen, dass du in den glücklichen Zustand kommst. Und dazu gibt es ganz einfache Mittel und Techniken, aber die muss man lernen, wie ein Musikinstrument. Ich sage das immer wieder, es ist wie ein Musikinstrument. Und es ist nicht so, dass du 1000 Bücher liest und dann plötzlich glücklich bist. Du liest nicht 1000 Bücher über Glück. Du lernst mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken umzugehen, die zu steuern. Du lernst, dich selber in den Zustand zu bringen. Genauso wie du äußere Bedingungen steuern kannst, wie du die Außentemperatur steuern kannst,
kannst du auch deine innere Temperatur regeln. Wir haben uns irgendwelche Häuser gebaut, irgendwelchen Komfort im Äußeren, alles, die tollsten Technologien entwickelt, damit das Klima um uns herum schön und angenehm ist. Das gleiche kannst du mit deinem inneren Klima machen. Aber wie viel Arbeit hast du da reingesteckt? Null, null bei den meisten Menschen. Null Arbeit. Dazu musst du beginnen, deinen Körper kennenzulernen, dir Zeit dafür zu nehmen. Du nimmst dir 10 Jahre in der Schule Zeit, um irgendwelche äußeren Anwendungen zu lernen, aber du lernst nicht mal eine Woche, meistens in der Schule, wie du selber in einen glücklichen Zustand kommst. Das ist auch deine eigene Verantwortung. Das muss die Schule dir nicht beibringen. Und das gilt erst wieder zu lernen, dass du dich selber in einen glücklichen Zustand bringst. Und dann kannst du eine perfekte Beziehung eingehen. Dann kannst du eine Beziehung eingehen, wo du dein Glück, deine Freude teilst. Und nicht dein Elend vermehrst mit dem anderen. Das wünsche ich dir und jedem, der zuschaut. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.